Ja, moin zusammen. Das Video, was ihr gleich seht, ist jetzt schon nach dem Video, ne? Gestern hätte ich das ja nicht machen können, weil hier hat es geregnet wie Sau. Ja, ihr werdet einen Hyundai sehen, einen i30. Baujahr 2009. Da hat die gute Frau 2500 Euro bezahlt für eine Reparatur. Stoßdämpfer etc., Federn. Ich habe die Rechnung gesehen. Ich werde die Rechnung jetzt hier nicht veröffentlichen. Glaubt es oder lasst es. 234 Euro meine ich für zwei Federn. Ohne Einbau, nur die Federn. Ne? Die Federn für einen Hyundai i30 kosten zwei Stück. Ja, Werkstatt, Verkauf, also für den Endkunden, 101 Euro Maximum. Ich finde es extrem unanständig, wenn Werkstätten Notlagen ausnutzen. In dem Fall hatten wir das jetzt wieder. Das war wohl irgendwie ein Feiertag oder nach dem Feiertag direkt. Nee, Leute, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ich habe ja jetzt auch gesagt, sie soll sich an die Kfz-Innung wenden. Das ist unseriös. Massiv unseriös. Der nutzt da seinen Vorteil aus. Das ist hier so ein beschauliches kleines Örtchen, was Weningen heißt. Vielen von meinem Kanal auch noch bekannt für diesen Golf 2-Sammler, diesen Spinner da. Ja. Da ist wohl eine Kfz-Werkstatt, die immer so richtig zugreift. Der Wagen stand schief. Ne? Fehler gebrochen. Kann passieren. Ne? Passiert regelmäßig bei, ne, allen möglichen Fahrzeugen. Hat jetzt nichts mit Hyundai zu tun. 43,44 € kostet die Feder im Werkstattverkauf. Übrigens beim gleichen Zulieferer wie bei ihm. Und er erdreistet sich da 234 Euro oder 243 Euro aufzurufen, nur für die Federn, für die Teilepreise. Das bedeutet, diese 2.500 Euro Rechnung ist wahrscheinlich realistisch irgendwo bei 1,5. Gut. Dann haben wir jetzt die nächste Werkstatt da drin involviert. Der Wagen ging aus. Ja. Werdet ihr gleich sehen. Also wird nicht ausgehen, aber er wird den Defekt aufzeigen. Kurbelwellensensor. Der Fehler taucht offensichtlich nur auf, wenn es relativ akut ist. Beim nächsten Start ist das Ding weg. Ja. Da wurde der guten Frau gesagt, batterieschwach und sie soll bitte zum Fachhändler fahren. Wo ist eigentlich, verdammt nochmal, das Fachwissen abgeblieben? Kurbelwellensensoren sterben immer auf die gleiche Weise. Sie werden warm, der Motor wird warm, ne? Das ganze Gehäuse expandiert, so, und wenn das Ding nur noch am seidenen Faden hängt, fängt er dann an zu spinnen. Ja, das ist Fachwissen, das ist erstes Lehrjahr. Und wenn man das nicht kann, dann lass die Finger von Autos. Dann lass die Finger von Kundenfahrzeugen. Das geht so nicht. Ernsthaft nicht. So. Und jetzt viel Spaß beim Video. Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. So, heute mal ein Koreaner. Eigentlich überhaupt nicht mal eine Baustelle. Der Wagen hat ein lustiges Problem. Naja, offensichtlich weniger lustig für Werkstätten, weil die kriegen es irgendwie nicht gepackt. So, was haben wir hier? Wir haben 1,4 Liter Maschine. 109 PS. Ich glaube, es ist ein Direkteinspritzer.
Ist aber auch alles nicht wahnsinnig wichtig. Wichtig ist, der hat ganz komische Effekte, wenn der ausgeht. Ach, wenn der warm wird. Ja, ausgeht. Naja, wenn er warm wird, geht er irgendwann aus. Ja. Ja, ansonsten funktioniert der Wagen. Nur halt dieses eine Problem. Das wollen wir jetzt mal versuchen zu rekonstruieren. So, ein bisschen drin. Fehlercode lesen. Ohne Fehler. Ne? Gut. Ich habe die auch nicht gelöscht, nachdem der Fehler aufgetaucht ist. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, beziehungsweise den Motor starten. Läuft ganz normal, ne? Keine Warnlichter oder sowas in der Richtung. Gut, ich bin nicht angeschnallt und die Handbremse ist sehr offensichtlich angezogen. So, jetzt müssen wir mal abwarten, bis er warm ist. Ja, was man jetzt schon ganz gut feststellen kann, kann ich leider nicht irgendwie rüberbringen mit dem Video. Er rubbelt. Ja, ist irgendwie als ob da irgendwie eine Unwucht im Motor ist. Ist aber auch schon ein Indikator für den Fehler, der am Ende auftauchen wird. Ist auch ziemlich egal, welche Last ich nehme. Ja. Aber dazu gleich mehr. Er läuft auch ein bisschen hoch. Jetzt fängt es an. Ich mach das nicht. Wie man sieht, ich mach das nicht. Jetzt gehen wir vom Gas. Wieder keine Fehler. Wie gesagt, ich mache das nicht, ne? Vollgas, ne? Keine Fehler. Sagenhaft. Wir sehen hier einen im Sterben inbegriffenen Kurbelwellensensor. Ich zeige es hier unten gerne nochmal. Jetzt geht er wieder Gas, ne? Und es ist nichts passiert. Keine Fehler. Ja, in den meisten Fällen geht er komplett aus. Der Drehzahlmesser geht weg. Der läuft dann noch so ein bisschen vor sich hin. Du kannst machen, was du willst. Und in dem Moment, wirklich in dem Moment, wo er ausgeht, nur dann kommt diese Fehlermeldung mit dem Kurbelwellensensor. So, das ist das Gemeine an der ganzen Sache. Und diese Diagnose haben die Leute nie auf die Reihe gekriegt.
Der läuft jetzt wieder zu tief. Das ist eine Temperatursache, ne? Dieser Kurbelwellensensor ist ein Magnetsensor, logischerweise. Und am Ende seines Lebens, ne, wenn dann das Gehäuse durch die Wärme expandiert, fängt er an zu spinnen. Und ja, verliert den Kontakt. Dann bedeutet, der Motor bekommt kein Drehzahlsignal mehr, beziehungsweise das Steuergerät. Dann kann er das gar nichts mehr interpretieren. So, die Werkstatt meinte, die Batterie ist kaputt. Nein. Auf gar keinen Fall ist das die Batterie. Ja. Kommt schon, Leute. Also ein bisschen Ausbildung werdet ihr auch erwischt haben, oder? Das. Ja. Gut. Kurbelwellensensor ist bestellt. Der kommt gleich. Und ich mache auch gleich eine Inspektion, weil das sieht auch alles richtig übel aus. Vor allen Dingen mal wieder Restpostenöl drin. Ja, das wird so nichts, Leute. Restpostenöl ist nicht gut. Das ist Müll. Das könnt ihr in euren Rasenmäher packen, aber nicht in ein Auto. Oder ihr wollt es unbedingt umbringen, dann macht das. Okay. Dann wollen wir gucken, dass die Teile kommen. Bis gleich. Ja, wie immer, wenn es darum geht, Fahrzeuge zu reparieren, sollte man gucken, ob man nicht eventuell noch andere Mängel findet. Erster Mangel, die Batteriepole. Wie der ganze Motorraum, sehr ungepflegt. Auch das kann immer zu Problemen führen. Massefehler zum Beispiel. Ne? Wir sind hier voll mit Elektronik. Ja? Wirklich voll. Und hast du irgendwo ein Masseproblem, hast du Geburtstag, aber so richtig. Nächster Fehler, wir gucken uns die Wartungshistorie an. Der ist angeblich gewartet worden, ne, von der Werkstatt. Problem an der ganzen Sache ist, habe ich schon mal erwähnt, hier in der Gegend ist eine Inspektion, ein Ölwechsel, Ende. Ja. So. Wir sehen also jetzt diesen Luftfilter. Ich meine, das ist ein relativ aktuelles Auto, ne? Also für mich ist das quasi ein Neuwagen, 2009er, würde ich mir im Leben nicht kaufen. Ja, also den Luftfilter schmeißen wir schon mal schön weit weg. Jetzt mache ich mal den Motor aus. Öl dürfte jetzt warm genug sein. Einmal die Pusteblume. Das könnte mal ordentlich was am Verbrauch machen. Ne? Wir brauchen jetzt alle keine saufenden Autos. Deswegen ist so ein Ölfilter meistens nach 200-300 Kilometern wieder vom Preis her drin. Kein Witz, das kann locker einen Liter ausmachen. Verstopfter Ölfilter. Luftfilter, verdammt. So, Fallstab raus. Deckel auf. Ja, wir sehen hier den Einsatz von extrem billigem Öl. Der Wagen kriegt 5W30, also Synthetik. Ne? Sehen hier aber schon Verkrustung und Schleim.
Das sollte regulär nicht so sein. Wie gesagt, der Öl ist jetzt heiß. Ne? Ich habe den Motor gerade ausgemacht. Jetzt lassen wir mal das Öl raus. Wird wohl nicht weiter auffällig sein. Also so läuft er ja normal. Ne? Aber wie gesagt, bitte kein Baumarktöl oder Restpostenkrempel. Witzigerweise ist es am Ende teurer. Ernsthaft. Ist am Ende teurer, wenn ihr eure Motoren damit hinrichtet. Ja. So, und einmal Öl raus. So, jetzt sind wir unten drunter. Mal gucken, irgendwo ist der Motor jetzt hier hin. Da. 17. Schön schwarz. Ja, so sollte Öl von dem Benziner eher nicht aussehen. Ja. Aber was erzähle ich? Das wisst ihr selbst. Ja, beim Öl immer auf Freigaben achten. Hier haben wir zum Beispiel die Freigabe für BMW Long Life, ne? GM, Mercedes-Benz, VW etc. Und dann haben wir hier die ACA und API Teile, VW Normen und so. Wenn das Öl das nicht erfüllt, nicht in den Motor kippen. So, jetzt kommt der feine Unterschied, weil das hier ist drin. Ne? Verwendbar für. Nicht eine Freigabe. Ne? Das könnte ein Rasenmäher kippen, aber nicht bitte nicht ins Auto. Ne? Ja. Verwendbar für, aber keine einzige Freigabe. Ne? Interessant. Das Problem ist, der Wagen hat eine Steuerkette. Und die I30 sind dafür bekannt, dass die Steuerketten überspringen oder reißen. Das wollen wir nicht haben. So, Steuerkette lebt und stirbt. Ah, da sind Einzelzündspulen und die Zündkerzen. Steuerketten leben und sterben mit vernünftigem Öl. Ne? Das ganze feine Zeug, was ihr im Motor löst, setzt sich zwischen die Kettenglieder, reibt die auf und die Kette wird länger. Ne? Regelmäßig Ölwechsel und regelmäßig gutes Öl reinkippen, lässt den Wagen länger überleben. Ganz einfach. Und auch hier wieder die Wartungsintervalle vom Hersteller einfach vergessen. Maximal alle 15.000. Vor allen Dingen, wenn das auf Kurzstrecke geburkt wird, der Wagen. Kondenswasser etc. Könnt ihr euch selber vorstellen. Ne? Wenn nicht immer komplett warm wird. Lieber früher als später. So. Oh, das ist praktisch. Das kann man ganz rausnehmen. Das ist gut. So, dann wollen wir mal gucken. Das ist wahrscheinlich eine sehr kleine Nuss. Okay. Fokussierst du jetzt bitte? Ja, die sind verschlissen, ne? Aber komplett. Ja. Auch verschlissen.
Vom Verbrennungsbild her noch einigermaßen in Ordnung, aber die Elektrode ist durch. Ich muss mich ein bisschen beeilen, die sind nämlich heiß. Ja, schräg abgebrannt, das bedeutet, die sind verschlissen. Ende. Wir schrauben da jetzt noch keine neuen Zündkerzen rein. Der Motor ist noch warm, ne? Den lassen wir ein bisschen abkühlen, weil heiß reinschrauben wäre jetzt echt blöd. Und als nächstes machen wir uns auf die Suche nach dem Ölfilter. Also hier vorne ist er nirgendwo. Doch, da ist er. Ich habe ihn. Alter Schwede, wer hat den da hingebaut? Okay. Da kann ich euch nicht mitnehmen. Der ist nämlich... Oh Gott, den kriege ich nicht mal eingefangen. Moment. Da, seht ihr den da unten? Ja, da kann ich jetzt nicht filmen. ich wüsste nicht wie. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt müssen wir noch den Kurbelwellensensor finden. Mal gucken. Getriebeglocke. Ah, da ist er. War gar nicht so kompliziert. Der da ist es. Das ist der Kurbelwellensensor. Naja, ist nachvollziehbar, dass er da ist, ne? Ja. So, nur den Stecker finden. Ist er denn? Da. Darüber. Und der scheint von oben erreichbar zu sein. Und das da scheint eine 10er zu sein. Das ist wesentlich einfacher als der ganze Torx-Blödsinn bei deutschen Autos. Okay. Ich bin eigenermaßen versöhnt mit dem Auto. So, einmal kurz angelöst. Schraube draußen. Mal gucken, ob der so leicht rausgeht. Selbstverständlich geht er nicht leicht raus. Ja, ist klar. Aluminiumoxidation, ne, das presst das alles ein bisschen zusammen. Jetzt suche ich aber erstmal den Stecker oben, bevor ich hier unten rumfuhrwerke. So. Man sieht einmal so gar nichts. Das ist gut. Aber ich gehe mal davon aus, dass es dieser Stecker hier ist. Das ist auch der einzige Stecker, der hier oben ist, der irgendwo da runter geht. Gut. Mal gucken. So, den müssen wir jetzt irgendwo da rausfummeln. Ja. Tja. So. Da ist er. Einmal nach oben ziehen, dann haben wir, ne? So, jetzt schnappen wir uns eine Rohrzange und holen das Ding da raus. Vorsichtig. Wenn er sich zerteilt, ist der Blödsinn sonst in der Kupplungsglocke drin. Also, ne? Vorsichtig rauspopeln. So, da ist er. Ist nur die ersten paar Millimeter. Ein bisschen schwierig, aber dann geht's eigentlich. So, jetzt müsste eigentlich ein Dichtring irgendwo drin sein. Ich muss meine Brille verdammt nochmal. Da. Ja, der scheint da noch drin zu sein. Ist das überhaupt ein Dichtring? Da drin? Wenn ich mich nicht irre, ist da... Ja, das ist ein Dichtring. Der muss bitte da raus. Ne? So, jetzt ist da kein Dichtring mehr drin. Dieses braune Ding war ein Dichtring. Okay, jetzt holen wir den neuen. Und dann geht das weiter.
So, das ist der neue. Wie man sieht, hier ist dieser braune Dichtring. Wenn ihr den anderen drin lasst, habt ihr eine verfälschte Einbautiefe. Ja? Also bitte nicht. Ja. Jetzt sitzt er da oben drin. Ja? Die Verschraubung nach oben drehen. So. Ja. Ja. Mehr ist das eigentlich nicht. Ne? Da ist auch eine neue Befestigung bei, wie ihr seht. Und dann wird der Stecker einfach wieder oben reingesteckt und das war's dann. So, wie man sieht, ist der neue Ölfilter auch gleich drin. Der Kollege ist verschraubt. So, gleich mal das Ding da reinpopeln und dann oben wieder alles fertig machen. Jetzt kommt aber erstmal die Ölablassschraube da rein. Mit einer neuen Dichtung. Und dann haben wir es hier unten. So, wie man da unten sieht, der neue Stecker passt auch wieder da drauf. Ne, auf diesen Halter. So. Alles wieder verbunden. So, und jetzt machen wir den Rest. Zündkerzen rein. Ja, Luftfilter haben wir schon. Alles wieder zusammenbauen. Öl rein. Und dann geht das los. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows. Dann holen wir den von den Rampen runter und dann messen wir nochmal mit dem Peilstab und füllen dann entsprechend auf. Ja, klingt schon mal einen Tacken besser. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, Augen auf bei der Werkstattwahl. Wirklich. Ja. Notfalls fragt mal irgendjemanden, der eventuell eine Werkstatt hat, einen Bekannten oder sowas in der Richtung, oder der bei einer arbeitet, wie die Werkstattverkaufspreise sind. Damit ihr nicht über den Tisch gezogen werdet. Ne? Ja, gut. Dann wünsche ich euch einen sanften Start in die Woche. Ne? Lasst euch nicht ärgern und vor allen Dingen lasst euch nicht über den Tisch ziehen. Denn die erste Regel ist, der Werkstatt offensichtlich neuerdings, ne, den Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, dass die Reibungswärme als Nest, die Reibungshitze als Nestwärme wahrgenommen wird. Ne? Nicht verarschen lassen. Bis zum nächsten Mal.